Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich bin nach Hause geflogen, zu meiner Familie in die Schweiz. Wie du gesagt hast, das passiert sehr selten. Das war das erste Mal jetzt 2018. Und ja, wir haben die Tage genossen, hatten super Wetter, konnten mal ein paar Tage mit der Familie verbringen und das war sehr schön. Aber ich hoffe, das schon besser als früher. Man wird ja mit der Zeit erfahrener und ein bisschen ruhiger und so gesehen probiere ich jetzt wirklich meine freien Tage so zu nützen, dass ich mich gut erhole, dass ich mich dann ganz meiner Familie widme. Und früher war das schwieriger. Wenn man jung ist als Trainer, macht man sich extrem viele Gedanken. Und jetzt mit der Zeit beruhigt sich das Ganze und man wird ein bisschen cooler mit der Zeit. Gut, ich spiele gerne Tennis oder Tischtennis. Aber es ist doch so, dass ich an meinen freien Tagen sehr wenig unternehme. Also ich gehe gerne raus, spazieren, frische Luft schnappen und einfach so abschalten. Und da bleibt wenig Zeit für andere Sportarten. Und ja, ich probiere wirklich die Zeit auszunutzen, um komplett abzuschalten und auch mal vielleicht um mehr zu schlafen und mich richtig zu erholen. Ja, wir spielen immer noch viel. Die Platte steht im Kraftraum, Trainingsgelände. Und ich muss sagen, die Gegner sind besser geworden. Rumpi hat sich verbessert, Heite ist besser geworden. Und ja, das ist halt so, wenn man immer gegen dieselben Gegner spielt, dann wird es mit der Zeit immer enger, immer ausgeglichener. Und die beiden sind nah dran jetzt. Aber ich behaupte mal, dass ich immer noch die Nummer 1 bin. Aber ich muss aufpassen. Es wird langsam, werden sie gefährlich, die zwei. Ja, Luxemburg ist halt viel kleiner, 400.000 Einwohner, jetzt fast 500.000. Ich bin in einem ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen, da waren 400-500 Einwohner. Aber Fußball war immer ein Thema. Ich hatte als kleines Kind schon immer den Ball dabei und hatte immer Interesse am Fußball. Mein Vater hat schon Fußball gespielt und hatte dann anscheinend ein bisschen Talent und ging dann schon mit 15 nach Belgien. Zu Standard Lüttich, wegen Fußball. Ja, und das hat sich so ergeben und Fußball war immer ein Thema. Und Luxemburg, obwohl es ein sehr kleines Land ist, haben sie sehr große Fortschritte gemacht, haben einige Erfolgserlebnisse gehabt jetzt die letzten Jahre und auch da ist die Entwicklung sehr positiv. Früher war immer Michel Platini mein großes Idol, super Freistoßschütze, super Nummer 10, Juventus Turin gespielt. Ich fand Maradona auch gut und das waren vor allem die zwei, die mich geprägt haben. Sehr spannend, sehr intensiv, aber auch sehr erfolgreich und am Schluss auch sehr schön, weil wir doch größtenteils Erfolg hatten, weil wir größtenteils schöne Zeiten erlebt haben, auch weil ich viele neue, sehr nette Leute kennengelernt habe, vor allem auch in meinem Trainerteam oder überhaupt bei Arminia. Und so gesehen ist das ja sehr, sehr gut verlaufen und unterm Strich finde ich sehr positiv. Zuerst mal macht mir die Mannschaft sehr einen guten Eindruck. Wir hatten ja zwei Tage frei jetzt und ich habe so das Gefühl, alle sind extrem motiviert, fokussiert, sind auch alle fit. Das ist immer wichtig für einen Trainer. Ja, wir haben jetzt heute sprechen wir das erste Mal über den Gegner, schauen uns Videoszenen an und probieren dann unser Training dann auch dem Gegner anzupassen. Ja, und das bleiben ja noch vier, fünf Tage bis Sonntag, aber wir sind schon fokussiert. Es wird ein spezielles Spiel gegen Kiel, ein sehr guter Aufsteiger, überraschend gut während der ganzen Saison vorne dabei. Ja, und es wird kein einfacher Gegner, aber ich bin auch überzeugt, dass wir auch dieses Spiel gewinnen können. Die drei Aufsteiger sind ja wirklich hervorragend während der ganzen Saison, ob das jetzt Duisburg ist oder Regensburg oder Kiel. Also alle drei überraschend stark und das konstant gut. Und das hätte man so nicht erwarten können, aber sie haben bewiesen, dass sie zu Recht da oben sind, alle drei, vor allem Kiel und auch Regensburg. Und es bleiben noch 7 Spiele und wenn sie das so durchziehen können, ja, dann können sie ganz oben dabei bleiben. Unser Ziel ist jetzt natürlich, uns dagegen zu stemmen und probieren, den Anschluss zu halten, vor allem an Kiel. Mit einem Sieg am Sonntag hier könnten wir einen großen Schritt nach vorne machen und vor allem uns auch fast den Ligaerhalt sichern. Wir müssen die Leistungen von den letzten Spielen bestätigen. Wir haben hier Nürnberg geschlagen, haben dann auch in Düsseldorf in meinen Augen sehr gut gespielt, haben doch zu viele individuelle Fehler gemacht und das dürfen wir oder können wir uns nicht erlauben gegen so gute Gegner. Das wird sofort bestraft.
wenn wir die Fehler minimieren und an unsere Leistung anknüpfen, in Ballbesitz vor allem, dann bin ich überzeugt, dass wir noch einige Punkte holen werden. Aber es geht darum, fokussiert zu sein, wenig Fehler zu machen und ja, natürlich auch offensiv effizient zu sein, Tore zu schießen. Ja, aber wie gesagt, die Mannschaft macht mir einen guten Eindruck, sehr fokussiert und ja, ich bin überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen können.